Hey und willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und viel Spaß. So, hey und willkommen zu einer neuen Runde Paladins. Ich spiele Drogos und ja, ich habe in den letzten kein Paladins gespielt, denn ich habe lieber Astronier aufgenommen. Weil das man braucht mal ein bisschen Abwechslung. Ich hoffe, das stört euch nicht so sonderlich, aber ich wollte eh schon seit längerer Zeit ein paar mehr Videos machen, also von verschiedenen Spielen und halt nicht nur Paladins. Weil das habe ich irgendwie die ganze Zeit gemacht bisher immer. Deshalb, ich hoffe doch, es ist akzeptabel, wenn ich dann etwas mehr machen möchte. Und du... Ich sterb grad, oder? Puh, der Marco hat mir in den Hintern geraten, weil ich absolut nichts greife. Gut, dann sieht man, dass ich das Spiel in letzter Zeit nicht gespielt habe. Und gut, dass ich da ein Charakterspiel, bei dem ich ganz sicher nicht irgendwie... Verdammt. Ach, verdammt, ich wollte um die Ecke kommen. Ich war zu langsam. So, kann ich... Pip retten, ja. Das war alles mein Verdienst. Ich habe ihn eindeutig gerettet. Nein, Tyra, hör auf damit. So, kann ich hier irgendwas sehen? Da hinten. Ich habe zu früh detonieren lassen, verdammt. Aber ich glaube, wir haben den Punkt. Ja, Leute, wir müssen auch schon erobern. Da stelle ich mir mal kurz hin. So, und... Fertig. Perfekt. Ich will da vorne helfen. Ich hab an beiden eine Elend bekommen. Das finde ich doch super. Gerade ist niemand am Schieben. Ich habe keine Ahnung, wie man sagt, schiebt das Objective. Da mache ich das halt. Sonst wird das hier echt nichts. So. Haha. Ach man. Es wird echt jetzt ein spannender Part, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur von dem Karts stehe. Um es zu schieben. Ich hoffe mal, die lassen sich jetzt zurückdrängen und dann... Dann gibt es hier hinten auch Action. Zur Not schneide ich es einfach raus und dann ist es nur so ein 5-Minuten-Video. So. Leute, ich habe keinen Bock mehr zu schieben. Ich gehe jetzt. Tschüss. Könnt mich mal. Wobei, die haben gerade eine Dings der Ulti. Da habe ich keine Lust drauf. Aua. Dieses blöde Feuer von Tyra. Ich habe gehofft, die ist da drin. Schade. Und ich hätte fast die Dings mitgenommen. War das nicht gerade eine Imani-Feuerbombe? Aber keiner von denen ist Imani. Was war das gerade für ein Feuerball, der hierher geflogen ist? Oder war das irgendwie von der Maldamba eine Schlange oder sowas? Und ich finde schon, wie ich bisher eigentlich komplett nutzlos bin. Außer für das Objective schieben. Stirb. Komm schon. Natürlich sterbe ich dann noch. Perfektes High-Quality-Gameplay. High-Quality-Gameplay. Immerhin schaffen wir es mal. Immer so ein kleines Erfolgserlebnis. Ich meine, in letzter Zeit sind die Runden auch nicht so supi, weil irgendwie alle... Alle Leute werden besser in Paladins. Ich spiele in letzter Zeit so wenig, als dass ich auch wirklich besser werde. Dahin. Ich muss sagen, Paladins ist wirklich so ein Spiel. Zwar will ich es nicht sehr lange am Stück spielen, weil es manchmal halt dann doch nervig ist und dann kriegt man halt zu gute Gegner und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist bei mir halt persönlich so, dass Paladins halt bei mir nach einer Zeit so ein bisschen auf die Nerven geht und ich dann halt keine Lust drauf habe. Aber... Ich werde auf jeden Fall immer wieder zurückkommen, weil es ist ein tolles Spiel und es macht auch ständig wieder neu Spaß. So, auf geht's zur nächsten Runde und diesmal werde ich hoffentlich ein bisschen mehr erreichen als nur 5 Eliminierungen davon. Habe ich irgendwie keine verdient. Ach ja. Aber wie gesagt, es ist wirklich so ein Spiel, das werde ich, glaube ich, immer spielen. Zumindest so schnell wird es mir nicht auf die Nerven gehen. Und letzte Zeit habe ich halt absolut keine Lust auf Overwatch, weil ich halt sehr viel gespielt habe. Und irgendwie... Ich weiß nicht, auch wenn beide Spielprinzipien ziemlich ähnlich sind, finde ich, dass Paladins es besser macht, weil es gibt halt viel mehr neues Content. Und anders als in Overwatch wird hier nicht einfach nur der Content jetzt nur recycelt oder... Na gut, teilweise schon. Ich meine, es ist jetzt auch nicht sehr einfach, hier halt verschiedene Events und halt einzigartige Events zu kreieren. Aber irgendwie... Ich weiß nicht... Ich finde Paladins in der Hinsicht besser als Overwatch. Es ist interessant, es ist irgendwie nicht dieses Frustrierende hier dabei. Gut, ich muss jetzt sagen, ich habe hier jetzt kein Rank gespielt. Aber zum Beispiel Ranked in Overwatch ist halt teilweise wirklich grauenhaft, weil man dann so eine richtige Losing Streak hat und es einfach nur frustrierend wird. Weil man muss es irgendwie schaffen, den Punkt einzunehmen, während dem das eine Team halt nur komplett verteidigen muss. Und ich meine jetzt der neue Charakter, für den ich ehrlich gesagt auch gar nicht gehypt bin. Ich meine, ich werde ihn mir vielleicht noch anschauen, aber es ist nicht so ein, oh, ich muss jetzt unbedingt wieder Overwatch spielen. Gefühl halt dadurch aufgekommen.
Und in Paladins finde ich das halt irgendwie angenehmer, weil halt die Chancen sind gleich. Man muss jetzt nicht irgendwie ultra stark verteidigen und oder halt richtig guten Angriff planen und dann halt jedes Mal erneut versuchen. Deshalb, ich weiß nicht, das. Ah, es ist halt Hi-Rez und Hi-Rez hat ja sehr viel Erfahrung durch Smite. Und demnach, die haben es halt drauf mit dem Kreieren von MOBAs oder halt E-Sports spielen. So, und jetzt hoffentlich mal noch so ein bisschen etwas Spannendes in diesem ganzen Part hier hinzufügen, weil. Also abgesehen von meinen Erzählungen, von meinem schönen Monolog. Ich brauche ein bisschen mehr Gameplay. Stehe ich einfach nur auf dem Punkt und mein Team macht alles. Ich hätte genauso gut einen Tank nehmen können. Naja. So, ich ult jetzt einfach irgendwas, mir doch egal. Kann ich hier was haben? Tschüss, Bomb King. Ach, verdammt. Ich wurde doppelt gestunt, oder? Aua! Dieser Strahl. Der war so böse. Und cool, Androxus ist da neben mir und ist dort auch gestorben. Und es ist halt auch dieses coole, dass man kann sich ein paar Paladins die ganzen Decks erstellen. Deshalb, es gibt halt verschiedene Spielweisen. Zum Beispiel letztens habe ich doch, wen habe ich gespielt? Ach ja, Willow. Und sonst habe ich sie immer so gespielt, dass ich halt den Rechtsklick verwendet habe. Also hauptsächlich als Schadensoutput, also die Todeszone. Und da habe ich es mal ausprobiert, dass ich halt bei mehreren Treffern viel mehr Schaden mache. Und es ist halt so eine komplett andere Spielweise, weil das eine war halt, ich muss ihn unbedingt mit einer Dings treffen. Und das andere war halt dieses, du kriegst den Gegner häufiger. Und das ist das Coole am Paladins. Man kann halt variieren. Jetzt mal auf einer anderen Map. Die kommt eigentlich irgendwie relativ selten, finde ich. Oh, die haben Shalin. Ich weiß nicht, ich finde die Maps in Paladins wirklich cool. Weil, okay, manche sind jetzt nicht so wirklich hübsch. Aber andere sind so richtig, richtig schön. Zum Beispiel Fischmarke, gut, die wurde jetzt auch letztens überarbeitet. Ich bin gestorben. Aber Fischmarke ist wirklich eine wunderschöne Map, finde ich. Weil so von den Farben her und dieses Ganze so ein wenig cartoonhaftig gestaltete. Ich finde es halt cool in Paladins, weil es versucht, dieses Fantasy-mäßige natürlich halt beizubehalten. Aber gleichzeitig macht es halt die Maps auch so. Ja gut, sie haben ja ein Fantasy-Setting und alles. Und ich finde, es passt halt so richtig. Das ist so einfach dieser Stil, den ich auch bei Fantasy-Spielen erwarten würde, würde ich sogar sagen. Weil halt, ja, auf der Mitte. Und toll, ich bin schon wieder gestorben. Ich weiß nicht, die ganzen Maps und so weiter sind alle wirklich, wirklich schön. Und auch die ganzen Charakterdesigns und auch die Skins. Es sind halt so Sachen, die kann Hi-Rez oder. Nee, wie heißt die? Nicht Titan, sondern. Diesen Bad Mojo. Evil Mojo, so. Evil Mojo, beziehungsweise halt Hi-Rez, kann halt so richtig gut die Skins herstellen. Zum Beispiel auch in Smite gibt es ja so richtig, richtig tolle Skins. Und auch wenn die zugegebenermaßen ziemlich sehr teuer sind und ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum sie so teuer sein müssen, verstehe ich aber dennoch, dass man sie halt bezahlen muss, weil erstens ist es ja ein Free-to-Play-Spiel und irgendwie muss ja das Spiel finanziert werden. Deshalb, ich verstehe solche Modelle der In-Game-Currency und sowas halt. Aber die liefern halt wirklich auch einen guten Job ab. Es sind halt nicht nur diese Recolors und. Na gut, natürlich gibt es Recolor-Skins und die sind jetzt halt nicht sonderlich besonders. Die hat es überlebt, oha. Aber die meisten Skins sind halt wirklich wunderschön. Und ich meine, auch wenn sich manche Sachen nicht so ganz ins Fantasy-Setting halten, wie zum Beispiel dieser Koga auf seinem fliegenden Bike. Es gehört ins Spiel und ich finde es halt wirklich cool, weil die nehmen es nicht so dieses Overwatch-mäßige, wo dann halt alles exakt so sein muss wie alles andere. Zum Beispiel, dass die, ich glaube, im Overwatch dürfen Fähigkeiten keine andere Farbe haben. Zum Beispiel bei Zarya, ihrer Waffe, gibt es ja diesen einen Schlangenskin. Und die ganzen, also das ganze Farbmuster von dem Schlangenskin ist halt grün und alles, was dort leuchtet, ist grün. Aber man selbst und auch die Gegner sehen den Strahl halt als, also man selbst sieht den Strahl als blau, währenddem die Gegner den Strahl als rot, ne, auch blau sehen. Die sehen ja genauso blau. Was ich halt etwas schade finde, weil das wäre so richtig cool gewesen, hätten sie ihren grünen Strahl verpasst. Weil es halt besser zum Skin passt und einfach schöner ist. Es gibt halt so ein bisschen mehr Varietät im ganzen Spiel.
Und solche Sachen traut sich Paladins halt, beziehungsweise Tyrus allgemein. Wieso? Ich steck das fest. Weil es halt wirklich nicht schlimm ist. Ich meine, gut, manchmal, wenn da so ein Genos mit dieser einen legendären Waffe, die er hat, wo dann so ein Schattenabbild oder Kristallabbild von der Person halt entsteht, die gerade getötet wurde. Manchmal ist es ein klitzeklein wenig verwirrend, aber eigentlich sieht halt nur cool aus, mehr nicht. Das stirbt mal kurz. So, weg damit. Ach, verdammt, die ging. Schaffen wir das noch abzuheben? Also, abzuwehren? Ja, wir haben es abgewehrt. Sehr schön. Hier kann man sehen. Richtig schön viele Partikeleffekte und alles so richtig hübsch. Und solche Sachen sind halt cool, weil sowas wird man in Overwatch natürlich nicht sehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich unheimlich froh, dass sie in Paladins dieses modulare Skin-System rausgenommen haben. Gut, dass man jetzt Waffen auswählen kann, das ist ziemlich cool. Aber vorher war es ja so, dass man irgendwie für einen Skin, ich glaube, 3 Teile brauchte, nämlich die Waffe, den Kopf und den Oberkörper. Und deshalb konnten sie auch nicht so detailreiche Skins und so weiter hinzufügen. Sonst haben die es ja damals gesagt, als sie dann das System geändert haben. Und jetzt muss ich sagen, die ganzen Skins finde ich wirklich cool, zumindest die meisten. Manche sind ja nicht so, wobei mir jetzt gerade auch keine Beispiele einfallen, aber allgemein, ich würde fast sogar sagen, dass Paladins bessere Skins hat als Overwatch. Zumindest, ich glaube, von der Anzahl her. Gut, es gibt halt von der Anzahl wahrscheinlich auch mehr Skins in Paladins, als es in Overwatch gibt, aber ich würde sagen, in Paladins gibt es mehr Skins, die ich halt wirklich cool finde. Aber ich hab da halt nicht so viele Skins, weil wiederum muss man ziemlich viel Geld dafür bezahlen, einen Skin zu bekommen. Ja, das hat ja seine Gründe, weil es geht ja auch eine Menge Zeit fürs Design und das Umsetzen drauf. Deshalb, es ist verständlich. Man muss ja irgendwie die Entwickler bezahlen. Aua, kannst du damit bitte aufhören? So, sehr schön. Aua, aua. Ja, schrei doch nicht so herum, Mann. So. Aua, aua. Überlebe ich das? Ja, ich überlebe das easy. Ich hätte echt gerne Heilung von Grover, aber der ist mit dem Team beschäftigt. So, irgendwie da reinhalten. Komm schon. Ich sehe ihn nicht. Der ist da hinten, oder? Nein, die haben... Oh. Tschüssi, Mani. So, weg mit dir. Und jetzt dahinter. Ich muss sagen, mir gefallen solche Videos, wo ich einfach über Dinge rede und halt mich eigentlich nicht so sehr aus Gameplay fokussiere. Weil meistens mache ich es ja so, dass ich halt im Grunde über das Gameplay kommentiere. Aber so finde ich es gerade auch so richtig cool. Könnt ihr da mal sterben? Wie oft habe ich euch schon getroffen? Au. Die Axt hatte mir übers Gesicht gezogen. Ich glaube, ich soll solche Videos auch öfter machen, weil mir macht es gerade richtig Spaß und ich finde es auch voll entspannt im Moment. Ich sollte endlich mal meine Ulti einsetzen. Das würde auch mal irgendwie. Hör auf damit, Grover. Sehr schön. Ist tot. Blöder Baum. Erstmal gefällt. Hey. Nein, du wirst ihn nicht sprengen. Der ist doch irgendwo da. Nein, hör auf mich zu schießen. Weg mit dir und ja. Ja, diese 1300 Schaden, 1200 Schaden sind wirklich cool. Oh, ich wollte gerade hingehen und den ulten. Naja, dann halt nicht. Hättet ihr eigentlich Interesse daran, dass ich mehr verschiedene Spiele spiele? Weil ich habe jetzt ja Astroneer gestartet und auch hin und wieder mal eine Apex-Runde hochgeladen. Aua. Aber hättet ihr ein Interesse, das zu schauen? Oder doch dann eher nur Paladins? Weil allgemein, ich wollte natürlich nie einen Paladins-Channel bekommen, aber hab dann halt, weil Paladins ein cooles Spiel ist zum Aufnehmen und es macht mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber ich würde halt gerne noch viel mehr machen. Deshalb wäre cool, eure Meinung dazu zu hören. Nein, kein Triple Kill. Wieso bin ich hier gerade so hochgeflogen? Okay, aua. Wieso bin ich da so hochgeflogen? Hat der das gemacht? Nö. So, ich habe gerade meine Zweifel daran, dass wir es schaffen, das durchzupushen. Wobei, Verlängerung haben wir. Komm schon, easy. Aua. Ich bräuchte ein bisschen Heilung.
will den Klon hier loswerden. Ah, oh, der kam von hinten, oder? Nee, von oben. Ach, keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall, als nächsten Spiele, da würde ich sehr, sehr gerne halt das komplette Spiel let's playen, weil es macht mir sehr viel Spaß, um dann auch zusammen mit Lukas aufzunehmen. Weil es ist halt auch so eine andere Sache, wenn man einfach mit ein paar Freunden aufnimmt und einfach ein Spiel ganz, ganz gemütlich und zusammen spielt und sowas gefällt mir sehr. Zum Beispiel, ich schaue ja auch sehr, sehr gerne Zombie seine Videos und ich werde hier sterben. Aua. Bei ihm ist es ja so, dass er auch sehr häufig halt ruhigere Spiele spielt, wo es dann halt nicht so PvP-mäßig und nur Action und alles gibt. Und halt auch mal ruhiger reden kann. Wie gesagt, solche Videos schaue ich sehr, sehr gerne selber an und würde halt auch sehr gerne solchen Content produzieren. Weil... Au, oh, ich werde sterben. Tschüss. Wie gesagt, es macht halt sehr viel Spaß. Ich muss sagen, im Moment merke ich eigentlich, wie es eigentlich jeder Let's Player sagt, dass es halt, wenn man über etwas redet, dass es viel schwieriger ist, halt ein Spiel gut zu spielen. Oder halt gut zu sein in diesem Moment, weil... Sonst, wenn ich halt über Themen rede oder halt über das Spiel selbst rede, also im Moment im Sinne von, ich bin gerade gestorben und so weiter, spiele ich, glaube ich, wesentlich besser. Und jetzt im Moment, wo ich halt so allgemein rede und halt über verschiedene Dinge, fällt es mir doch wirklich schwer, mich aufs Spiel zu konzentrieren. Das ist interessant, weil wenn ihr das selber mal versucht, einfach nur so zum Spaß halt ein Video zu kommentieren, also zu spielen und dabei zu kommentieren, und halt über allgemeine Dinge redet. Es ist unheimlich schwer. Zum Beispiel gerade eben habe ich mich auch irgendwie 20 Mal oder so wiederholt von dem gleichen, was ich gesagt habe. Einfach aus dem Grund, dass ich es halt nicht gewohnt bin, über solche Dinge... Ich will nicht schon wieder sterben, danke. Aua. Gut, ich wollte jetzt aber damit nicht sagen, dass ich irgendwie sonst immer ein großartiger Spieler bin, weil... Nein, das bin ich ganz sicher nicht. Es gibt definitiv viel, viel mehr Spieler, die halt wesentlich besser sind als ich. Aber ich würde sagen, ich bin nicht allzu schlecht und... Gerade im Moment performe ich etwas schlechter, als ich sonst performe. So, das heißt, jetzt wird konzentriert. Und... Strict der Sinn getötet. Das war kein Sinn. Das war ein Schalin. Ach man. So, easy. Nur durch mich haben wir es aufgehalten. Perfekt. Tschüss, Tyra. Na, komm schon, du wirst jetzt sterben. Oh, sie ist schon tot. Ich habe gerade unendlich viel Schaden gemacht und unendlich viel Schaden kassiert. Na toll. So, schaffen wir das denn aufzuheben? Aufzuheben? Aufzuhalten? Ich weiß nicht, wieso ich... Das habe ich schon vorhin versehentlich gesagt. Noch lebe ich, das ist sehr schön. So, wo ist die hin? Wo ist die hin? So, wir haben es geschafft abzuwehren. Sehr schön. So, auf geht's zur letzten Runde. Und diese kommentiere ich jetzt mal so, wie ich sie sonst immer kommentiert habe, weil ich gerade keine Ahnung habe, worüber ich reden möchte. Ach, es gäbe so viel. Aber ich glaube, das passt jetzt dann doch nicht mehr rein, so in die letzte Schlacht. Die wird jetzt noch ganz serious gespielt und ich versuche irgendwie zu überleben. Puh. Aua. Ich brauche Heilung, bitte. Bitte? Gut, dann verstecke ich mich halt hier. Jetzt kommt meine Ulti. Weil ich die bisher schon so häufig eingesetzt habe. Ja, okay. Tschüss, Ult. Hat sich ja gelohnt. Naja, immerhin habe ich sie eingesetzt. Das finde ich auch wirklich cool an Paladins, weil man braucht Ultis nicht. Das sind einfach starke Fähigkeiten. Da bin ich so ein Overwatch-mäßiges, du setzt jetzt ein Saya-Ulti an mit irgendwas anderem zusammen und dann wipst das ganze Team. Sowas finde ich halt wirklich doof. Deshalb, das ist besser gebalanced in Paladins. Und ich meine, man kann wirklich super starten, und Paladins so gut gebalanced ist. Aber ey, wir haben gewonnen. Das war sehr schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.